deine Skizzen von deinem iPad teilen in ein Zoom-Meeting, das du auf deinem Computer durchführst. Wie geht das? Hallo, 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 mein Name ist Hans Steiner. Du hast ziemlich sicher einige Zoom-Meetings abgehalten in letzter Zeit und jetzt willst du vielleicht in einer Sitzung mal eine Grafik, die du auf dem iPad zeichnest, mitten in die Sitzung teilen. Das ist recht einfach möglich. Probiere es aus. Ich zeige dir das jetzt Schritt und Schritt für Schritt. Wir sind jetzt also in Zoom auf dem Computer und wir klicken unten auf Bildschirmfreigabe. Das ist der grüne Button in der Mitte unten. Bitte beachten, ich habe jetzt mein iPad mit meinem MacBook verbunden mit dem Kabel, mit dem USB-Kabel. Es geht aber auch über Wi-Fi-Verbindung mit AirPlay. Okay, ich klicke also grüner Button und da kann ich jetzt wählen, welches Fenster ich in die Sitzung teilen will. Und da gibt es aber zusätzliche Optionen, iPhone, iPad via AirPlay oder iPhone, iPad via Kabel. Und das wähle ich jetzt, weil ich es via Kabel angeschlossen habe und klicke unten rechts auf Share, Teilen und Bang! Ich habe jetzt meine Grafik vom iPad direkt in der Zoom-Sitzung. Das heißt, ich kann jetzt dazu zeichnen. Es kann eine ganze Grafik entstehen. Leute können mit den Annotations ihre Pfeile noch reinpeppen. Man kann dazu eine Besprechung abhalten. Sehr nützlich, diese ganze Funktion, wenn ich das iPad nicht mehr zeigen will. Stop Share und wir sind wieder in unserem normalen Zoom. Wenn dir solche Tipps gefallen, gib mir doch einen Daumen hoch, schaue unsere anderen Videos an und abonniere den Kanal. See you in the next video. Bye bye.